Es gibt wieder Zinsen. Soll ich das Angebot meiner Hausbank annehmen? Ist vielleicht ein Marktplatz für Festgeldangebote die richtige Wahl? Oder wie sieht es mit Geldmarktfonds aus? Die jüngsten Zinserhöhungen und die Normalisierung der Zinssituation haben zu interessanten Angeboten geführt. Jüngere Anleger werden die Situation gar nicht mehr kennen, dass es noch Zinsen auf Kontoguthaben gibt. Von daher wollen wir uns dieser Thematik nun strukturiert nehmen. Zunächst der Screenshot von einer sehr bekannten Direktbank. Sparbriefe werden hier entsprechend angeboten. Das heißt, von der Funktionsweise, man legt Geld an, schließt eine gewisse Laufzeit ab und am Ende des Tages gibt es das Geld zurück und der Zins wird entsprechend gut geschrieben. Sie sehen das hier beispielhaft dargestellt, Laufzeiten zwischen 1 und 5 Jahren, Anlageträge 2,5 bis 100.000 Euro. Und Sie sehen hier die Zinsen für die verschiedenen Laufzeiten. Auch hier wird man mit Sicherheit sehen, dass wenn wir weitere Leitzinserhöhungen der Europäischen Zentralbank sehen, wird sich am kurzen Ende für die kurzen Laufzeiten was tun. Bei den längeren Laufzeiten sollte man immer, ähnlich wie auch bei den Baufinanzierungen, auf die Kapitalmarktrenditen am Anleihenmarkt schauen. Aber wer bis vor wenigen Monaten noch Verwahrentgelt gezahlt hat in Höhe von 0,5%, für den sind natürlich 1% optisch erstmal deutlich attraktiver. Im nächsten Schritt kann man sich verschiedene Marktplätze anschauen. Da werden dann die Gelder zu verschiedenen Banken vermittelt. Meistens achtet man darauf, dass diese Banken einem entsprechenden Einlagensicherungssystem angehören. Ob das dann im Fall der Fälle wirklich ausreicht, das können die Diskussionen unter den Fachleuten irgendwann mal beantworten. Aber man sollte sich natürlich klar machen, niemand hat etwas zu verschenken. Und wenn Sie bei gleicher Laufzeit eine höhere Rendite bekommen, dann hat das meistens damit zu tun, dass die Bonität der Bank schwächer ist und dass diese Bank auch, wenn sie sich woanders Geld leiht, nämlich bei den Profis am Kapitalmarkt oder bei anderen Instituten, auch höhere Zinsen zahlen müsste. Also bei diesen Vermittlungsmarktplätzen, das ist ähnlich wie im Supermarkt. Sie können sich natürlich jeden Tag eine 300 Gramm Tafel Schokolade kaufen und diese verzehren. Da wird Sie kein Mensch fragen, nur weil etwas angeboten wird im Supermarkt. Heißt das nicht, dass das für Ihr persönliches Wohlempfinden, auch für finanzielle Wohlbefinden auch dann wirklich sinnvoll ist. Also hier mal ein Screenshot mitgebracht, konkret verschiedene Banken bieten das auch an. Und da sehen Sie auch schon, da gibt es schon für, naja, 6 Monate 1,8% PA. Sie haben gesehen, bei der anderen, bei der Direktbank, da gab es deutlich weniger. Also scheint doch wohl hier die Bonität leicht unterschiedlich zu sein. Also von daher Augen auf bei der Anlage von Geldern bei der Bank, weil eine Einlage bei der Bank, Bankguthaben sind eine Forderung gegen die Bank, besichert durch die gesetzliche Einlagensicherung, gegebenenfalls noch ergänzt durch die diversen Einlagensicherungssysteme. Aber nichtsdestotrotz, wir müssen uns immer klar machen, Einlagensicherung ist eine Versicherung und wie viele Versicherungsansätze haben wir immer den kollektiven Ansatz, aber wenn das Kollektiv insgesamt getroffen ist, dann hat die Einlagensicherung vielleicht auch mal Probleme und ist überfordert. Von daher das Mitdenken bei der Auswahl eines geeigneten Bankinstitutes, das ist nicht nur für Unternehmer, die Geld anlegen oder Unternehmen, sondern auch für Privatanleger durchaus sinnvoll, wenn Sie mal zurückdenken an die Probleme mit einigen Anlegern im Rahmen der Lehman Brothers Krise. Sie erinnern sich an die isländischen Banken. Also von daher, das Thema sollte man im Blick halten. Aber warum zahlen die Banken wieder Zinsen? Ich habe es Ihnen hier mal mitgebracht, die kurzfristigen Zinssätze direkt aus der Marktperspektive. Und da sehen Sie das entsprechend hier schon. Naja, Moment mal kurz. Hier gibt es ja für 6-monatige Laufzeiten gibt es ja schon wieder 2% am Interbankenmarkt. Wir sehen entsprechend hier auch für die Einjährigen, da liegen wir schon bei 2,4%. Also Sie sehen schon auch hier, wir haben eine Differenz zwischen den Marktzinsen und den Zinsen, die die Banken weitergeben. Warum? Klar, die Banken verdienen eine Zinsmarge. Und aktuell sehen wir noch Fälle, da zahlen die Banken überhaupt nichts auf Bankguthaben, aber können ja selbst gleichzeitig entsprechend 1-2% vereinnahmen. Und das erklärt auch, warum das Thema Zinsmarge bei vielen Instituten jüngst sehr positiv zu den Ergebnissen, zu den Quartalsergebnissen beigetragen hat. Also von daher, es macht Sinn als Anleger, sich mit der Thematik zu beschäftigen. Liquiditätsmanagement macht wieder Sinn. Und um das in einen Kontext einzuordnen, kann Ihnen natürlich auch hier die Grafik helfen, die Sie hier sehen. Also zu überlegen, was ist denn operationelle Liquidität? Was brauche ich die nächsten 6 Monate? Da macht dann vielleicht ein Festgeld oder eine
Kontoverbindung mit vernünftiger Einlageverzinsung sind ab 6 Monaten taktischer Liquidität. Kann ich über Geldmarktfonds nachdenken? Wenn ja, welche Ausprägung von Geldmarktfonds? Auch das sollte man im Detail betrachten. Dann haben wir die strategische Liquidität. Da liegen die Gelder etwas länger. Dementsprechend kann ich mich anders engagieren. Und bei allem, was oberhalb von 36 Monaten rangiert, da sind wir doch vielleicht eher im Bereich der strategischen Kapitalanlage. Was nicht bedeutet, dass das nun heißt, naja, da kann ich ja jetzt irgendwie 70-80% Aktien kaufen, sondern wenn Ihre strategische Allokation vielleicht 80% Anleihen und 20% Aktien ist, dann wäre eben diese Verteilung dann anzudenken. Also diese Punkte, die sollten Anleger für sich mal strukturieren, sowohl im Privatbereich als auch im unternehmerischen Bereich. Und das muss natürlich auch immer die Alternative sein. Ich habe sie Ihnen hier mitgebracht. Sie können natürlich auch die Bank überspringen, können die Zinsmarge direkt am Kapitalmarkt verdienen. Und dann sehen Sie das hier dargestellt. Aus regulatorischen Gründen ist das Wertpapier ja unkenntlich gemacht. Aber Sie sehen schon aktuell die Effektivverzinsung 2,66% in diesem Wertpapier bei einer Restlaufzeit von 0,6 Jahren. Ich glaube, da sehen Sie schon, es gibt durchaus Möglichkeiten, diese Zinsmarge als Anleger selbst zu verdienen und gleichzeitig sein Gegenparteienrisiko von einigen wenigen Banken auf viele Banken und Unternehmen zu verteilen. Aber auch hier gilt natürlich, Blick auf die Restlaufzeiten, Blick auf die Bonitäten, breite Streuung, die sind anzuordnen. Aber insgesamt ganz klar, die Zinsen sind zurück. Die Zinsen reichen nicht aus, um die Inflation zu schlagen. Aber wer sich aktuell mit diesem Thema beschäftigt, der findet interessante Möglichkeiten, hier seine Liquidität zinsorientiert vernünftiger anzulegen als das, was die Standardangebote der meisten Kreditinstitute aktuell bieten. Weil in vielen Fällen, Hand aufs Herz, hat die Bank ja auch gar kein Interesse dran, Ihnen bessere Konditionen anzubieten, weil solange Sie nicht fragen, haben Sie ja die hohe Zinsmarge auf der Seite der Bank. Also in diesem Sinne, einiges zu tun bei dem Liquiditätsmanagement, bei der Abgrenzung auch zur strategischen Kapitalanlage. Ich darf Ihnen ein glückliches Händchen wünschen. Haben Sie eine gute Zeit. Bis bald. Auf Wiedersehen.